ersten Mal in einem Klonhändler. Mein Name ist Peter Pan. Ich führe dich ein bisschen herum. Vorweg möchte ich dir noch sagen, dass wir immer wieder und in regelmäßigen Abständen neue und interessante Produkte auf unserem YouTube-Channel zeigen und erklären werden. Ein Besuch dort oder das Klicken auf den roten Abonnieren-Button zahlt sich auf jeden Fall aus. Los geht's im Head-Bereich. Hier sind wir in der Smoking Area. Hier gibt's alles, angefangen von Babes, wie die Klassiker, wie Marie, Smoking, Raw oder OCP. Du findest aber auch Babes mit Geschmack in den verschiedensten Geschmacksrichtungen, wie grüner Apfel oder Melone. Wir haben Neues und Ausgefallenes, wie transparente Babes, für viele, die unterwegs sind, Babes mit Bauschale integriert. Filter gibt's natürlich auch in den verschiedensten Variationen. Und für alle Gesundheitsbewussten haben wir Actitube Aktivkohlefilter. Jo, jetzt sind wir in der Bongabteilung. Generell kann man das einmal in viergängige Materialien unterteilen. Da gibt es zum einen ein Klassiker Glas, damit es für alle, die viele unterwegs sind, Acryl, es gibt Naturmaterialien wie Holz oder Bambus und es gibt Keramik. Generell gibt es drei verschiedene Arten von Bongs. Da gibt es zum einen die klassische Rohrbong. Dann gibt es Eisbongs. Eisbongs haben Verjüngungen im Hals. Sie fangen die Eiswürfel auf und kühlen zusätzlich den Rauch ab. Und dann, seit nicht allzu langer Zeit, Percolatorbongs. Percolatorbongs haben Lufteinschlitze, die zusätzlich oben mit Wasser gefüllt werden können. Man hat so ein gesünderes und noch angenehmeres Raucherlebnis. Was du natürlich auch brauchst, ist das richtige Bongzubehör. Angefangen von Schienen in allen Größen und Variationen, bis hin zu Einsätzen für Öl, Aktivkohle, Vorfilter oder über 50 verschiedene Hüte, findest du alles im Onlineshop oder vor Ort. Was du ebenfalls in einem Grow- und Headshop finden wirst, sind Handpfeifen oder sogenannte One-Hitter. Die gibt es ebenfalls in den verschiedensten Materialien, wie Holz, Glas oder Metall, wahlweise mit Filtrierung oder ohne. Ebenfalls ein ganz interessantes Thema sind Vaporizer. Vaporizer verbrennen die Kräutermischungen nicht, sie verdampfen. Somit hat man ein wesentlich gesünderes Raucherlebnis. Das Thema finde ich aber so interessant, dass ich in separaten Videos noch genauer darauf eingehen möchte. Was du ebenfalls findest, sind Wagen. Die gibt es schon ab 10 Euro. Mit der Genauigkeit von einer oder zwei Dezimalstellen von 100 Gramm bis 8 Kilo. Hier sind wir bei den Dosen, Aufbewahrungsmöglichkeiten und Verstecken angelangt, die natürlich in keinem gut sortierten Headshop fehlen dürfen. Gibt es in den verschiedensten Materialien wie Metall, Kunststoff oder Holz. Jo, zu guter Letzt kommen wir zu den Grindern oder auch Kräutermühlen genannt. Da kannst du dich zwischen verschiedenen Materialien entscheiden. Kunststoff, Stein, Holz oder Metall. Zweiteilig oder mehrteilig mit Pollensieb. Das richtige Reinigungsmaterial darf natürlich auch nicht fehlen. So, hier sind wir jetzt im Grow-Bereich. Gestartet wird bei den Zelten oder sogenannten Grow-Boxen. Diese gibt es ab 40 x 40 cm und nach oben sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Zum Veranschaulichen habe ich uns drei mitgebracht. Da haben wir einmal 60 x 60 cm, 1,20 m x 1,20 m x 2 m und ein ganz großes 2,40 m x 1,20 m x 2 m. Wie so eine Growbox aufgebaut wird und was alles dazugehört, werde ich in einem der folgenden Videos zeigen. Lebensnotwendig für die Pflanze ist natürlich das richtige Licht. Das ist aber so ein wichtiges Thema, dass ich dazu ein separates Video machen möchte und in diesem dann genauer auf diese Thematik eingehen werde. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Abluft. Die besteht im Großen und Ganzen aus Abluftventilator und Aktivkohlefilter. In einem weiteren Video werde ich genau zeigen, wie man das Ganze anschließt. Was du in einem Growshop auch immer finden wirst, sind Substrate. Die gängigsten sind Kokos und Erde. Ich persönlich würde Anfängern aber eher zur Erde raten, da diese den einen oder anderen Fehler leichter verzeiht. So, abschließend sind wir beim Thema Nährstoffversorgung. Die wird gewährleistet durch Dünger. Wir führen Produkte der Marken Bionova, Hesi, Kanna, Plagron oder aus Übersee Advanced Nutrients. Es hat mich gefreut, dass du bei uns im Shop vorbeikommen bist und ich würde mich... Hey, die Pflanzen zeige ich dir beim nächsten Mal. Was geht ab? Ich hoffe, ich habe dir helfen können. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns bitte ein Like. Wenn du weitere Informationen rund um das Thema Growing und Smoking erfahren willst, abonniere unseren Channel. Roter Balken da unten. Sämtliche vorgestellten Produkte findest du wie immer zu Bestpreisen unter www.growroom21.at. Grüne Grüße, dein Peter Pan.